ansonsten. Okay, dann legen wir mal los, ne? Genau, und ich habe gerade meine ganzen Waffen umsonst beschworen. Your place, right? We're here about the amulet you got. Ach, sollte ja immer noch da sein. It's dangerous and... Oh no, you don't. You can't have this. It's mine. Get away. Settle down, mister. That amulet is cursed. Deine Frisur ist übel. Get away, die ist super, oder? I paid for this amulet. Ja, passt super. Mine. I'll never give it up. We don't have time for this. Listen here, crazy. We're taking that amulet, one way or another. Hand it over. Never. Also der Charakter soll vermutlich später sowieso nicht mal kurz drüber kriegen, dass man eh nichts mehr sieht, aber... Ach komm, so eine schöne Frisur. Die darfst du doch nicht verstecken. Get away, I said. Leave me alone. You can't have it. Ich hab sowieso zu viele von den Umstyling-Skits. Oh. Echt? Wie kann man zu viele Umstyling-Kits haben? Ich gestalte meine Charaktere so, dass sie mir dauerhaft gefallen. Dann benutze ich pro Charakter 1, mache den halt Map und dann gehe ich wieder tun und kriege daraus die ganze Zeit irgendwelche Styling-Kits. Aha, du kriegst sie aus den Truhen, da kriege ich halt immer nur Mist raus. Ja, das ist bei mir genauso. Haha, alle drei festgesetzt. Diese armen Teufel hatten keine Chance. Sag mal, ist jetzt hier alles auf Level 30 fix gelegt und ja, springt dann direkt auf 40? Also auch die Level, ja, von den Gegnern? Ja. Tatsächlich. Naja, ich muss irgendwo durchsagen, sie haben es ja wegen Schlüsselfarmen gemacht, aber trotzdem, irgendwie finde ich es ein bisschen doof. Davor konntest du ja schön deine Story durchspielen, hattest kein allzu großes Problem damit zu leveln und sie hat auch geholfen beim Leveln. Ich meine, jetzt hilft es nicht mehr so sehr beim Leveln. Jetzt ist es mehr so, ich mache jetzt mal die Level 30er und wenn ich halt schon 35 bin, dann ist das Einkommen an EP nicht mehr so groß. Ich fand es auch früher irgendwie cooler, dass man so alle zwei Level wieder was kurz machen konnte. Dann mal wieder ein bisschen Pause, was machen, kurz Pause, was machen. Genau, es hat einem irgendwie ein bisschen mehr motiviert, trotzdem mitzuhalten mit der Story. Ja. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass die Story nicht gerade so speziell designt ist. Also ich finde später so Level 60, so ab 50, fängt es langsam an, dass ich sage, es ist interessant. Let's move out. I want to find out. Naja, interessant von Geschichte her, ja. Also ich finde auch, da passiert einfach mehr, wenn du da so langsam deine größeren Kämpfer hast. So, sind wir fertig hier? Sieht so aus, ja. Alle getötet. Kannst du es wagen, Leo, rauszugehen, bevor ich rausgehe? Dein Fenster, das Fenster, das du rausgegangen bist, hat jetzt gerade mein Okay blockiert. Ich glaube, das Okay hast du danach aber immer noch, oder? Auch wenn du dann aus Versehen schon rausgegangen bist, kannst du danach trotzdem noch auf Annehmen drücken. Nee, nicht annehmen. Wir sind ja jetzt nicht von der Story her weitergegangen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? In Süden. Nee, wir müssen zurück in die Zitadelle zum Appellplatz. Echt? Ja. Also das Reisen hat jetzt extrem viel gebracht. Tatsächlich. Ah, ich habe wahrscheinlich noch nicht geladen, darum. Doch, ich hatte schon. Ich hab auch. Dann sind wir jetzt drin.
Mal gucken. So, ich glaube, jetzt können wir das erste Mal wählen, wen wir haben wollen. Wenn ich mich nicht irre. Das konnten wir vorhin schon. Der eine war, glaube ich, Abtei. Stimmt. Nee, Gerüchte, der Schmied ist Gerüchte. Und der andere war nicht Pakt. Die Wachsamen. Dem ja. Schmied sieht man das nur null an, weil der nicht die Rüstung davon trägt. Mhm. Weil der was Eigenes anhat. Ja, das stimmt. The dragons want us to come at them individually. That's why we shouldn't do it. Glad to have you both aboard. We're going to need reliable information from here on. Not to sell the Vigil short. Their firepower is always an asset. No need to flatter me, Tribune. I know researchers in the Vigil strong suit. As long as what we're doing eventually leads to the dragons, we don't mind taking a back seat. Ich finde es auch interessant, wie sich die Orden hier einfach miteinander streiten noch, weil nachher ist es ja wirklich nur noch Pakt, Pakt, Pakt. Wir haben eine der Necromancer's Amulets. Now we just need to figure out how to deal with it. Top Priory researchers are standing by to determine how the amulet works and more importantly, how to neutralize it. My sources say the Inquest has already completed their research on one of these amulets. Why waste time repeating their efforts when we could just acquire their results? I don't trust the Inquest methodology. This is too important not to handle ourselves the right way. You scholars and spies know more about the right way to collect data. The Vigil will be standing by when there's action to be taken. It's your call, Centurion. Do you want to assist the Order of Whispers retrieval mission or the Priory research effort? Nehmen wir diesmal Abtei? Ich glaube, Abtei hier ist Büchern nachrennen. Weil ich wäre dafür, dass wir einfach alles einmal machen. Alles mal gesehen, dann kann man sich gut entscheiden. Okay. Obwohl eigentlich Bücher nachher nichts damit zu tun hat, was die Abtei später überhaupt tun soll oder tun wird. Oder was die Questline von der Abtei sein werden. Gut, dann wollen wir weiter. Den Wachsamen ist einfach draufhauen. Ah, zum Glück haben wir Gendaranfelder schon. Nicht Gendaranfelder. Schneekuhlen, Höhlen oder Höhen. Jetzt müssen wir da wieder hin. Gut, habe ich die Wegmarke geholt. Fehlt nur noch die Gedakta. Gorgantra, wenn ich bitten darf. Was? Gorgantra, okay. Wie kommt ein Char zu so einem Namen? Retreat! Warum nicht? Haben die Eltern ihr gegeben. Sie wurde von zwei Jotuns aufgezogen. Weißt du Bescheid? Von zwei Jotun, okay. Und die wollten ihr einen möglichst charhaften Namen geben, hatten nur leider keine Ahnung von Chars. Ach, deswegen nannten sie... Woher kommt das Wort überhaupt, Gorgantra? Weil das hatte hier irgendwie auch keinen Hintergrund. Nö. Doch auch nicht unbedingt. Woher kommt der Name Carlos? Naja, Carlos passt irgendwie. Wobei ich auch wieder nicht sagen kann, was es mit Char zu tun hat. Oder haben sollte. Doch, irgendwas wird schon. Aber das ist eine schöne Stelle mit den Kirschbäumen hier. Bist du überhaupt? Ich bin schon da. Ah, du bist schon da oben. Ja. Ich nehme es schnell. Zu schnell für euch. Den ganzen Weg von der anderen Stelle rüberlaufen.
Warum? Du konntest doch einfach vom Eingang hier reinlaufen. Nee, da war ich ja nicht. Ah, stimmt. Du hast halt... Leo hat dich da nicht hingebracht. Ja, okay. Ich habe sie direkt zum Eisenerz geportet. Ja, Eisenerz war wichtig. Dann konnte ich es nicht mal abbauen. Hier drin kann man ja noch nicht gleiten, oder? Oh. Kann man nicht. Hier haut man sich gleich den Kopf an. Hier ist Vivi. Vivian. Na dann erzähl mal, Vivian. Scholar Vivian, I'd like you to meet the Centurion who helped collect the Necromancer's amulet. I trust your team's analysis is going well. We're making good progress. Especially since we split the amulet up among three of our best researchers. You were able to break the amulet apart? That sounds more like success than progress. Each fragment remains functional, though. That tells us Rissa probably struck her amulets from the same original source. We're very close to a breakthrough. Check in with each of my team members and you'll see. You might even be able to speed things along. Gibt's hier nicht auch ein Hühnchen? 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 Ja, ich glaube irgendwie was mit Hühnchen ist hier. Ah, nein, 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 nein! Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich dachte, ich könnte runtergleiten und naja, kann man nicht. Hey, wake up! Wenn man sich einfach daran gewöhnt hat. Naja, die redet jetzt hier bloß über bla bla, bla bla. Etwas weniger Kontrolliertes. Miezemuckel, was ist denn das für ein Name? Das klingt nach einer Katze. Und nicht nach einem Hühnchen. Rely on your knowledge. Ah, the yellow brew. This should be interesting. Here, that didn't seem to do anything. More dead air. Warum kippst du hier Wasser drauf? Das braucht kein Wasser. Aber es dampft so schön. I love that color. Excellent choice. Okay, here goes nothing. Oh dear. Fire. Quickly, get the water pail before we lose everything. Okay, süße, jetzt darfst du Wasser drüber leeren. Ich war einfach zu schnell für euch. Du bist ein schlechter Feuerwehrmann. Hier brennt's immer noch. Excuse me while I lay here for a bit. Would you inform Vivian of our results? Sie will hier liegen bleiben. Ah, guck mal. Hier brennt's immer noch. Ich glaube, hier ist die Miezemuckel. Beim Feuer. Ich krieg hier das Feuer nicht aus. Ist sie nicht. Nein, nicht bei dem Feuer, da wo ich stehe. Im Boden. Da. Klar. Da ist eine Katze. Eine fette Katze. Eine sehr kantige Katze. Du wäschst gerade die Katze, oder was? Ja. Okay. Scheint sie nicht groß zu stören. Nee. Okay, also weiter. Gehen wir mal weiter, ja. Aha. Er will den Stein physikalisch zerstören. Mit einem Hammer. Aha, und jetzt? Also er hat einen riesen Amboss neben sich stehen. Aber er haut auf den Boden. Genau. Er hat einen riesen Amboss hier stehen, aber er haut auf den Boden. Das ist toll. Es war halt physikalisch. Genau, auf dem Boden statt auf dem Amboss. Ja. Es ist toll.